Moin und herzlich willkommen zu einem neuen LS22 Tutorial. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie das Thema Unkraut entfernen bzw. Unkrautbehandlung funktioniert. Und ja, da gehen wir erstmal hier in dieses wunderschöne, in die wunderschöne Hilfe und schauen uns das einmal an. Es gibt drei Methoden, um Unkraut zu entfernen. Ja, mit einem Striegel, mit einer Hacke oder mit einem Herbizid aus der Spritze. Ja, wie sieht das aus? Ich zeige euch das mal. So, die Geräte habe ich schon gekauft. Einmal natürlich den Striegel. Damit fährt man einfach drüber und ja, reduziert dann das Unkraut. Wichtig ist, dass das nur während der ersten Wachstumsphase funktioniert, also bei ganz kleinem Unkraut. Anschließend geht es nicht mehr. Ja, muss man auf jeden Fall dann beachten, dass man das, wie gesagt, nicht dann komplett am Schluss oder sowas ja, erst entfernen möchte, das Unkraut, sondern dass man das wirklich am Anfang macht. Unterschiedliche Größen natürlich auch. Ich habe jetzt einfach mal den mit 15 Meter genommen. Und ja, der zweite Teil war, da stand noch was von Hacke, die habe ich aber nicht gefunden. Hacke gibt es anscheinend nicht. Ne, wenn ich das irgendwie übersehen habe, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Also ich habe hier überall durchgeschaut und eine Hacke habe ich nicht gefunden. Das einzige, was ich gefunden habe, Spatenmaschine, aber das ist ja auch keine Hacke. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht genau, was sie mit einer Hacke meinen. Also da weiß ich nicht, ob das die Scheibenegge sein soll. Naja, kann ich auch nicht genau sagen, was sie damit meinen. Ja, wenn es eine Hacke gibt, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare rein und dann schaue ich mir das auf jeden Fall nochmal an und ja. Wie gesagt, die dritte Variante ist halt mit einer Spritze. Da gehe ich einfach, fahre ich dann einfach mit der Düngerspritze drauf. Das funktioniert auch, wenn die schon ausgewachsen sind. Da ist dann so ein, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, so ein Unkrautvernichtungsmittel drin. Das macht ihr dann fertig. Das geht dann auch, wenn das schon ausgewachsen ist, nicht wie bei dem Striegel, erst bei der, ja, bei der, oder wenn es ganz frisch wirklich da ist. Das funktioniert wirklich auch zum Schluss. Und ja, steigert auch den Ertrag vom Feld. Ja, wie sehen diese Geräte aus? Ich habe hier mal zwei gekauft. Die werde ich jetzt einfach mal dran heften oder dran machen und dann klappe ich die mal auf und dann zeige ich euch das mal, wie das alles aussieht. Ja, so ein bisschen Ähnlichkeit irgendwie ein Grubber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Breite hier. Das ist auf jeden Fall super. So, ich gehe da mal raus. Ja, wie gesagt, er zieht das Unkraut dann sozusagen hoch und ja, das funktioniert dann ganz gut. Und dann habe ich auf dem Feld halt kein Unkraut mehr. Wichtig ist hierbei, ne, wie gesagt, bei der ersten Wachstumsstufe, sonst funktioniert es leider nicht mehr. Die Kiste funktioniert Gott sei Dank auch bei allen anderen Wachstumsstufen. Ja, zu der Spritze muss ich glaube ich nicht mehr viel erzählen. Das ist einfach eine ganz normale Spritze, die dann, ja, das wenn dann irgendein Zeug drin hat, wo das Unkraut dann kaputt geht, ne? Natürlich lässt das die, ja, die Nutzpflanzen lässt es heile und macht dann nur das Unkraut weg, ne? Ja, schöne Breite auf jeden Fall. Eins möchte ich noch dazu sagen, man kann auch diese nehmen, in, ja, die hat 48,5 Meter, heftiges Teil, echt irre. Damit wird es auf jeden Fall spannend, wenn der Helfer dann so ein bisschen damit unterwegs ist. Ja, das Ding in 36 Meter. Was hatten wir bei dem anderen? Das haben wir geholt. Die Spritze, die hatte dann ja auch 36 Meter. Okay, nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Ja, damit geht man dann auch bei größeren Feldern, braucht man dann nicht ganz so oft drüber fahren. Ja, ich würde sagen, wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte. Ich glaube eigentlich nicht, das passt soweit. Ja, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, Hacke, Thema Hacke habe ich nicht gefunden. Ich habe wirklich alle Geräte durchgeschaut. Muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht genau, was es damit auf sich hat, aber ich hoffe, da kann mir der eine oder andere vielleicht in den Kommentaren dann helfen und auch ja, dann zeigen, wie eine Hacke aussieht. Und ja, damit ich das dann auch passend noch, dass ich dann anschließend drunter oder unter die Kommentare schreiben kann oder so. Dann kriegen wir das auch und dann sieht das auch jeder. Ja, das war es dann auch schon mit dem Thema Unkraut oder Unkrautvernichtung. Ja, nicht ganz so aufwendig, denke ich, ne?
Ich würde dann auf jeden Fall, ich würde glaube ich das hier bevorzugen. 36 Meter, da bin ich auf jeden Fall schneller durch. Obwohl, hier kann man natürlich auch einfach einen Helfer dran schmeißen, der zieht das dann raus. Hier ist aber wirklich das Problem, dass es noch kleine Pflanzen oder kleines Unkraut rauszieht. Und da muss ich dann relativ gut aufpassen, dass ich da dann am Anfang das mache. Sonst habe ich dann ein Problem. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!